Durchgangslager lernte sie die Familie Frankler kennen. Danach wurde sie im Konzentrationslager gebracht. Ein paar Wochen später wurden sie von den Nazis nach Bergen-Belsen gebracht. Gewalt ist da auch täglich. Da gibt es auch kaum Essen und sehr viele Krankheiten. Lynn war Zeuge von Annes und Margots Tod. Im Jahr 1945, danach wurden sie von den britischen Soldaten befreit, nur ihre Schwester und sie überlebten.